Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu Warzy, aber ich bin nicht alleine am Start und zwar habe ich den Chris an Bord. Hey, yo. Yo, genau. Genau, weil der hat schon einen richtig guten Charakter, wie ich sehe. Also richtig schön aufgelevelt. Naja, er spielt ja auch im Clan. Naja, das ist nicht der Clan-Char, das ist eigentlich nur so ein Neben-Char. Ach so, oh Gott, ey. Trotzdem habe ich ganz schön Angst. Und ja, die Waffen, die habe ich erstmal gesponsert bekommen. Ich hoffe, ich werde nicht gleich sterben. Und hier hinten sieht man ein. Sind da zwei große Gebäude, oder? Ja, das eine ist irgendwie so eine Schule, das andere irgendwie so ein Bürogebäude oder keine Ahnung, was das ist. Und was findet man da? Ja, alles Mögliche: Waffen, Munition, Rucksäcke, ja, gut, Lebensmittel, dann, Bandagen. Dann lass uns da einfach mal hingehen. Jo, ich würde sagen, erstmal hier noch zu dieser Station. Ja. Also, du kannst ja mal kurz erzählen, was hat sich alles so geändert jetzt nach dem großen Update? Ich denke mal, du bist hier so ein Fachmann von diesem Spiel. Ich habe ja absolut keinen Plan, was sich da nun geändert hat. Ein Großteil wurde gesagt, die Grafik haben sie ein bisschen überarbeitet. Kann man das sagen? Ja, so ein bisschen. Aber nicht großartig. Oh. Jo. Oh, ein Weihnachtsmann. Ist es schlimm, wenn wir jetzt nicht schießen, oder was? Nö. Weil es sind nicht so viele Leute auf dem Server und ich glaube, wir werden mit zwei Leuten fertig. Ja. Wir haben uns bewusst entschieden, nicht auf so einen vollen Server zu gehen. Es kann durchaus mal sein, dass, wenn es die Gelegenheit gibt, dass ich mal mitmache. Wenn die Jungs mal richtig spielen. Also ein richtiges Mal am besten auf den Kopf zu schießen, dann sind die mit dem One-Hit down. Ach so. Machst du in der Ego-Perspektive denn, oder was? Nee, nee, ich mach eigentlich so Third Person. Mit meinen Zahn. Ach so. So. Ah, muss hier, ich erstmal. Ich nehme mal das Geld auf. Ich glaube, du kannst es besser gebrauchen als ich momentan. Ja. Also ich. Stimmt. Ist da noch einer? Ah, muss ich erstmal ein bisschen klarkommen hier mit dem. Mit der Schießerei hier. Natürlich macht man dadurch halt richtig Punkte, ne, um seinen Charakter, ja, hochzuleveln. Ach, hier liegt überall Geld, stimmt. Oh, geil. Eigentlich war so eine mit auch der größten Veränderung. Früher hast du ungefähr 10 EP oder so pro Kill gekriegt, jetzt halt nur noch 5. Hm. Und ich hatte halt auch mal so einen Premium-Account halt für 30 Tage. Da kriegst du halt mehr EP, kannst auf Premium-Server gehen, wo du dann halt so eigentlich bessere Sachen findest angeblich. Aber ich habe da irgendwie nur Müll gefunden. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall. Und da hast du dann pro Kill 30 EP einfach mal gekriegt. Oh, das ist so richtig fett. Oh ja, und ich habe irgendwie mit meinem richtigen Charakter habe ich schon über 2000 Zombies so getötet und so. Da sind dann über 50.000 EP einfach mal zusammengekommen. Alter, krass. Ja. Mit dem habe ich so gut wie alles voll. Überleben, physische Angriffe und so. Ja. Alles voll. Meine Fresse. Aber muss ich erstmal mit der Steuerung und mit dem Schießen? Das ist ein bisschen anders wie ein normaler Ego-Shooter. Das ist ein bisschen. Am Anfang würde ich dir erstmal raten, wenn du schießt, bleib erstmal stehen oder wechsel zu Third Person. Weil mit Third Person kannst du auch richtig gut zielen, eigentlich. Naja, mache ich eigentlich jetzt die ganze Zeit. Aber trotzdem ist es ein bisschen komisch. Yeah, jetzt hageln endlich mal ein paar Punkte. Dann kann ich meinen Charakter ein bisschen hochleveln. Das ist ja auch eine schöne Sache. Muss ich ja sagen. Oh, schön. Da. Hast du schön gemacht. Dass man seinen Charakter so ein bisschen hochleveln kann. Ja. Und ah, komm, ich nehme mal P90. Hab so nur 13 Schuss dafür jetzt momentan. Ja, genau. Dann zeig mal, was du kannst. Ja, in diesem Spiel hat man jetzt auch so einen PvE-Modus gemacht, dass man gewisse Aufträge erledigen kann. Nee, das kannst du überall machen. Ach, das ist so. Nur halt PvE ist einfach, dass die ganzen Typen dich halt nicht umbringen, sondern in einer Gruppe spielen und so. Und wenn dich einer umbringt, dann wird er sofort gekickt und gebannt und alles. Ah. Also dann steht einfach nur vor diesem, bei diesem Server PvE. So, und dann gibt's halt so Server Rules sozusagen. Ach, du bist da lang gelaufen. Gut, alles klar. Ich muss ja, ich guck hier nur mal kurz rein. Ja, cool. Ich. Leuchtpistole. Naja. Ich vergesse das immer hier noch überall ein bisschen durchzuglotzen und. Oh ja, schön, schön umgefallen. Leuchtpistole ist bestimmt jetzt nicht so essentiell wichtig für mich. Nee. Wie findet man eh wie Sand am Meer hier? Also, ich muss sagen, wo ich das erste Mal das gespielt habe,
habe ich mir ein bisschen so in die Hosen gemacht, weil ja, rein ins Spiel auf die Fresse bekommen und ja, man musste ja Ewigkeiten schlagen und ich wusste ja nicht mal, dass man mit der Taschenlampe schlagen kann, ne? Ja, aber das wurde jetzt neu eigentlich gemacht, dass man mit der Taschenlampe jetzt killen kann. Ach so, Früher konnte man das nicht. ach so, ja gut, jedenfalls bin ich ja gestorben und dann bin ich nur ganz leise in die, ja, Dörfer rein. Oh, meine Fresse, ey. Oh, das Und Museum ist ganz cool. ja, ne, merke ich auch. Und jedenfalls, Ja, ja. kannst du Limo-Dose aufnehmen, wenn du willst. Ach ja, siehst du, trinken muss ich ja auch. Siehst du, das ist auch noch so ein Aspekt. Dann gehe ich gleich mal im Inventar und sage, trinken. Und schlürfen tut er auch, herrlich. Willst du Vorsicht, den? da kommt einer rein. Scherz. Ja. Schön, alles klar. Pass mal auf, ich habe jetzt so eine umgewandelte. Oh nein! Was denn? Oh, ich hasse das. Bei mir ist das irgendwie manchmal so, ich werde manchmal einfach so vom Server gekickt. Ja, das ist, wenn die anderen so ein bisschen cheaten, ne? Dann wird man gekickt. So, jetzt seht ihr mal, wie Maximus ganz alleine hier rum agiert. Minute später ist er tot. Ja. Ich habe jetzt irgendwas aufgenommen, scheißegal. Ich werde jetzt einfach nur ein paar Leute killen. Du kannst ja hier versuchen, wieder nachzujoinen. Ich denke mal, dann ist sowieso die Sache erledigt. Andere Sache ist, du hast. Oh, ich habe ein rotes Barett gefunden. Ich bin von den. Wie heißen die? Artilleristen. Nee, jedenfalls kann man ja auch Fahrzeuge benutzen. Wurde gesagt. Und. Aber du hast selber doch kein Fahrzeug gefunden, ne? Nee, aber ich habe auch schon Videos und so gesehen. Nur die Autos sollen noch ziemlich verbuggt sein. Heißt also, wenn du drei Zombies damit umfährst, explodiert das Auto. Oder wenn ein Zombie auf das Auto draufschlägt, während du drin sitzt, erleidest du den Schaden und so. Ach so, naja, ist ja nicht so toll. Ja, also, Ich ich weiß noch nicht. denke mal, die werden erstmal versuchen, die Balance zu finden. Ja. Ich denke auch halt, die werden uns auch noch besser patchen halt auch. Ich glaube, dieses mit den Autos richtig finden ist dann erst, wenn California draußen ist, die neue Map. Ach so, es soll eine neue Map geben. Ja, die habe ich mal gestern auf diesem Testserver angespielt. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ach Nur, die so. sollten da vielleicht auch mal ein paar Zombies drauf machen, damit man die auch mal mit den gefundenen Waffen ausschalten kann. Ach, gibt's noch gar nicht. Ich kann gar nichts aufnehmen, weil ich voll bin. Ja. Oh. Was Oh, denn? fuck, fuck, fuck. Wo bist du? Warte, ich lade dich nochmal kurz ein. Bin halt wieder mitten hier drin gespawnt und überall um mich rum stehen die Zombies. Ach so, ja. Dann. Boah. Das sollten also mal fixen. Früher war das so, wenn du nochmal gejoint bist, bist du außerhalb der Stadt gespawnt. Kannst du mal reinkommen? Ja, warte mal. Wie war das nochmal? Wie waren das nochmal? Tabulatur. Nee, wie waren es nochmal in den Chat reinkommen oder in den Dings? Welcher Taste war denn das? Habe ich schon wieder vergessen. Was denn? Na, um das anzunehmen. Tabulatur. Ach, Tab, Mann. Mensch. Ja. Mann, mein Gott. Tablatur. Ich dachte, da willst du mich jetzt irgendwas machen. Jedenfalls geht die Sonne ja sowieso gleich unter. Ja. Aber sieht gar nicht mal so doof aus. Also mit den Lichteffekten und so, muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Ja, ne? Haben sie ganz cool hingekriegt. Pass auf, ich habe jetzt so ein umgewandelte 9 mm. Hört ihr das mal an? Alter, wo bist du? Meine Fresse, da fliegen sie Ja, an. ne. Muni ist aber leer. Okay, nehme ich mal 5-7. Mal gucken, wie die ist. Ich nie. Ja, aber wirklich aus der Dingsperspektive, aus der. First Sort, person? ja, finde ich besser mit Schießen. Aber ich habe Ja, keine ne? Munition mehr. Ja, scheiße, warte, du kannst mal. Ich glaube, ich habe noch. Ja, ich hab nur noch 2 Schuss drin. Nee, das ist egal, ich habe ja noch einen Revolver, dann geht's auch da. Ja, nimm mal P90 auf. Ich hab davon noch ein paar. Ach so, ich muss erstmal was fressen Ja, oder ich will sowas. einfach. Die Leuchtpistole rausschmeißen? Ach nee, die muss ja so. Ich habe hier Schrotmunition. Brauchst du Ja, die die? kannst du in deine Doppelflinte Ach reintun. so. Oh ja, die musst du mal zeigen, die ist richtig lustig. Was denn? Die Doppelflinte, die musst du mal vorführen, Ach so, sozusagen. ach so, ach so. Ja, gut. Und dann denke ich mal, werden wir auch erstmal ein bisschen ruhen. So, jetzt habe ich.
Habe ich jetzt Munition aufgenommen? So. So, ich habe jetzt die Schrot. Und wo haben wir da einen Zombie? Nee, da du. Ja, die Saiga, weil du hast noch eine Doppelflinte, müsstest du eigentlich haben. Nee, ich habe nur noch die Waffe. Die so, Saiga ja. Und. Ist ja egal, ich renne jetzt ja, mal hier rein. Ja, auch mal drauf schießen. Boah, fuck you all! Yeah! So. Ach, 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 ach! Was? Oh. Nein, tot, nein, kein Geld, was war? Kein Geld. ich nehme mal hier auf. Naja, jetzt haben wir natürlich ganz schön Geld aufnehmen. 34 Dollar. Jetzt habe ich natürlich gar nichts mehr, ne? Jetzt muss ich mal schauen, was habe ich denn jetzt noch? Die habe ich aufgebraucht. 9 mm habe ich auch aufgebraucht. Dann habe ich jetzt noch den Revolver. Wie tue ich den würde ich mir aufsparen. Ja. Kannst zweimal schießen, sozusagen als Vorführeffekt, aber den würde ich mir ein bisschen was aufheben. Ja. Weil der hat ordentlichen Bums. Na gut, ich werde das Video sowieso jetzt gleich beenden, weil es wird dunkel. Oh geil, Helikopter. Wo? Kann ich da was machen? Ja, der ist abgestürzt, aber da findet man eigentlich immer so eine Waffe drin. Na gut, dann gehen wir mal hin. Hier hast du noch eine Zipfelmütze. Ja, brauche ich nicht. Nee, denke ich mir auch nicht. Das ist jetzt. Ich habe, glaube ich, alle Weihnachtsitems. Santa's Helfer. Oh, geil. Guck mal, hier oben. Verbände. Nice. Hier oben liegt auch noch so ein. Den Helm, M9. Hier ist noch ein Helm. Bringt der was, der Helm? Ja. Wenn du von einer leichten Waffe, sozusagen, so einer Pistole oder so einen Headshot kriegst, bist du nicht sofort tot. Ah, gut. Dann schmeiße ich den mal weg. Und nimm den Helm. Komm her, Helm. Jetzt sehe ich wenigstens aus wie so ein richtiger Soldat, aber jetzt wird es langsam ganz schön dunkel. Ach. Ah, cool, hier sind voll viele Verbände, das ist gut. Wo ist denn hier jemand? Ach, da ist er einer. So, den versuche ich mal jetzt in den richtigen. Boah, yeah! Vorbeigeschossen, ich bin ja voll Idiot. Muss doch treffen. Ja. Ja, komm mal hier einfach mal hoch und dann werden wir jetzt das Video. Da hinten sind noch welche. Das musst du nochmal sehen, das ist mega cool. Na gut, dann zeige mal. Wenn du so eine Bengalfackel wirfst, ja. Pass auf. Bist du wie so ein Black Ops, so ein komischer Klapperaffe. Ja. Ding, 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 ding. Laufen sie alle hin. Cool. Guck mal, hier ist ein Supermarkt, das ist ein Supermarkt. Das ist ganz cool, da sind immer so, Die rennen nur ein bisschen, Nee, spät. Es gibt auch noch richtige Runner, die gehen einem richtig auf den Piss. Gut. Jo, hier ist dann halt noch der Supermarkt, da findet man immer so Überlebenssachen sozusagen, zu essen und so halt. Ja. Essen, zu trinken und so. So, wir werden auch nicht alleine gelassen beim Einkaufen. Du musst auf den Kopf schießen, immer noch. Ah, doch scheiße, die haben so einen Kleinkopf, die sind dumm, die Leute. Ja, jedenfalls, wir gehen noch eine Runde einkaufen, vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Vorsicht, irgendwo Zombie. Oh. Nein, ich habe ja keine Munition mehr. Erwischt. Stell mal deine Helligkeit was hoch, dann siehst du auch was in der Dunkelheit. Ach, ist jetzt erstmal egal. Wir werden sowieso erstmal einen Fisch machen. Oh, hier ist schon wieder was. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal Schluss machen. Ja, ich danke dir erstmal, Christian, dass du hier beide oder dass du uns eine kleine Einleitung gegeben hast. Also mir, den absoluten Vollidioten, der ja absolut keinen Plan von War Z hat. Da rennt schon wieder einer rum. Und den Leuten, die jetzt vielleicht auch das gesehen haben. Man sieht. Windzone erwischt. Hat er gut gemacht. Und ja, mit den Worten würde ich mich verabschieden. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.